Guten Morgen, 14.06. Wie spät ist denn das? 6:30. Wieso seid ihr schon wach? Ich war heute Nacht um 2:30 mal auf und da war es noch ganz hell draußen. Eure Kissen liegen wieder hier unten. So, Achtung Leute, ich habe 2:30 schon rausgeschaut. Das hat schon toll ausgesehen. Ach Gott. Ach du Scheiße, ein Kleister. Das ist ja cool. Bringt mir eine Jacke. Ich hab das heute Nacht schon gesehen. 3:45 waren wir schon im Fjord. Boah, ich muss raus. Moment, ich muss eine Jacke haben. Hallo mein Schatz, guten Morgen. Jetzt kannst du mich nicht filmen. Du bist gestern einfach so eingeschlafen, ne? Ja. Gut geschlafen? Ja. Gott. Ach, Halleluja, sieht das schön aus. Ah, ist das schön. Oh, mit Mütze stehen sie schon draußen. Hey, da fällt ein Wasserfall runter. Sehr cool. Hol der Telezoom raus. Boah, sieht das toll aus. Also der Plan für heute ist, wir legen um 7 in Hellesylt an. Ich glaube, das heißt so. Nur ganz kurz, weil da werden welche ausgeschifft, die einen Ganztagesausflug gebucht haben. Und wir fahren dann weiter und sind um 10 im Geiranger Fjord. Boah, sieht das schön aus. Unfassbar. Ist das riesig. Hammer. Die Wasserfälle, Schatz. Da fotografiert jemand. 14.06. Frühstück. Tamino isst noch nichts. Wir warten noch. Wir trinken erstmal Kaffee. Also. Die Ausflüge gehen heute schon ein bisschen eher los. Und da müssen wir jetzt mal schauen. Wir legen ja erst um 10 in Geiranger an und... In Geiranger. Geiranger. Entschuldigung, Bruder ist auch hier. Wir trinken jetzt erstmal ein Käffchen. Ne? Ich meine, früh um 7 sind natürlich alle Fensterplätze besetzt, weil die ganzen Rentner, die sitzen schon 6:45 und besetzen alle Plätze. Das ist mal das Erste. Da kriegst du hier keinen Platz mehr am Fenster früh um 7. Ja. Oh, wir verlassen Hellesylt. Und der Papa ist auf dem Klo und wir haben ein Brötchen geschmuggelt. Der Papa mag das nicht, wenn wir die Möwen füttern. Aber die Frauen da unten machen das auch. Jetzt haben wir ein Brötchen vom Frühstück mitgenommen. Und jetzt füttern wir die Möwen. Klar, wir müssen nur weit genug werfen, damit es nicht hier unten auf den Rettungsbooten landet. Also man muss schon gescheit raus. Jedenfalls drehen wir jetzt wieder. Sorry, ganz vergessen zu filmen. Der Popo dreht sich wieder. Ja. Ui, cool! Gefangen! Ja. Wir sagen was, dann kriegst du es. Ui, im Flug gefangen. Die kommen ja im Sturzflug hier. Und hier. 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 Auch. Willst du auch was hier? Boah, die ist sauber gefangen, halt. Schau dir das an, Mama. Was denn? Das Wasser an. Was ist denn? Komm her. Na, ist von den Strahlrudern aufgewirbelt. Das Wasser. Warum? Oh, hallo. Und das sieht ja schon mega aus. Das ist windig. Aber die Sonne kommt raus. Wasserfälle runter, das ist so krass. Und da hinten scheint sogar ein bisschen die Sonne jetzt. Oh, ist das fantastisch. Ach so. 7 Schwestern. Ja, wir haben gestern einen Vortrag angehört zu dem Thema, wo wir heute sind. Oh, sieht das mega aus. Leck mich am Ärmel. Fantastisch.
Oh, wie das da runterkommt. Von da ganz oben. Kinderchen, naja, die sind natürlich nicht so begeistert, ist klar. Hat 37 Grad. Ja, aber ist heute keiner drin, ne? Im Whirlpool. Und da, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo ist die siebte? Krass. Wo ist die siebte? Oh, da kommt eine ganz schöne Fahne raus da hinten. Ja. Mein Papa fotografiert da üben. Sind wir mittendrin im Fjord. Das ist schon toll. Wir sind jetzt gleich in Geiranger. Die Sonne ist rausgekommen. Wir haben tatsächlich so blaue Löcher zwischendrin hier. Das hätte ich nie für möglich gehalten, weil ganz viele gesagt haben, hier ist immer schlechtes Wetter. Aber man sieht, die Sonne scheint. Haben wir wohl Glück heute. Sieht jedenfalls fantastisch aus. Da hinten sind die sieben Schwestern. Meine zwei, die sitzen da hinten irgendwo auf die Liegen rum. Da hocken sie. Jetzt ist es auch nicht mehr so kalt, ne, in der Sonne. Der zwickt dich, ja, ja. Ist klar. Ist klar. Ehrlich. Schön mit der Sonne, ne, im Rücken. Oben liegt Schnee. Auf den Bergen. So, ich glaube, wir drehen jetzt mitten im Fjord wieder um. Seht ihr das? Da hinten ist hinten und da ist der Geiranger Fjord. Da wird er jetzt wieder anlegen. Schätzen wir mal. Es ist wunderbar warm. Ich schätze mal so 20 Grad in der Sonne. Und wir haben Sonne. Gleich ist mein Akku leer. Da muss ich erstmal aufladen gehen, fix. Also, Wetterbericht sagt, wir haben bis ungefähr 15 Uhr Sonne. Das heißt, wir werden um 11 Uhr rum mal aussteigen. Irgendwie schauen, dass wir auf die Plattform kommen. Dass wir von oben eine schöne Aussicht haben, ein paar Fotos machen können und dann wieder zurück auf Boot. Genau, der legt jetzt da irgendwo an. Sonst noch wer im Hafen außer uns? Nee, vielleicht kommt ja noch irgendein Bötchen. Heute sind anscheinend nur wir da. Jetzt von den großen Dampfern. Das sieht schon toll aus, wenn der umdreht, ne? Ist immer klasse. Denkst immer, das klappt nicht, ne, weil der Fjord so eng ist. Aber der kriegt den ganzen Kahn rum, also wirklich hammermäßig. Und in der Sonne ist richtig schön warm. Ich habe ja fest damit gerechnet, dass das Wetter schlecht ist heute. Habe mich schon darauf eingestellt. Umso schöner, dass jetzt die Sonne rauskommt. Ich gehe dann noch einen kleinen Espresso trinken, bevor wir an Land gehen. Oh, da hinten kommt auch ein riesen Wasserfall runter, da ganz hinten. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht, ich versuche es einfach mal. Da. Ist ja cool. Jetzt musste ich erstmal ganz fix meinen Akku aufladen. Ich hatte nämlich, alle beide waren runter, aber... Es ist jetzt 11 Uhr, wir sind immer noch im Geiranger bzw. Geiranger Fjord. Und das hier, also das da unten, was ihr seht, diese begehbare Plattform, die zum Ufer führt, die haben sie erst, ja, wie soll ich sagen, angebaut, als das Boot schon im Hafen lag, weil wir dachten erst, dass es Tendelboote gibt, die die Passagiere an den Hafen bringen, aber nein. Es gibt diese Plattform und die wurde angebaut an die Magnifica. Wahrscheinlich klappen sie die dann abends wieder ein und müssen wir mal gucken. Wir haben das nicht gesehen, weil wir waren da gerade auf Deck 16 oben, aber die Kinder waren im Zimmer und die haben es gesehen. Und wir werden jetzt einfach dann mal von Bord gehen und da hinten, hier habe ich schon mit dem Fernglas gerade geguckt, gibt es ein paar Souvenirshops, dann gibt es noch einen Shop für Tickets.
Dann da oben stehen, das wird man jetzt nicht sehen, weiter oben steht so eine Vermietung für Elektroautos. Sind allerdings nur Zweisitzer, da wollen wir mal gucken, was das kostet. Werden wir aber definitiv nicht machen, weil die Kinder halt da nicht so mitmachen. Und wir werden einfach hier ein bisschen am Hafen entlang schlendern, so wie es die meisten jetzt auch machen. Da hinten, das denke ich, ist ein Hotel. Und da kann man sich auch einfach ein bisschen hinsetzen. Es gibt noch eine Kajakstation, die ist ungefähr dort. Kann man sich Kajak ausleihen, macht aber heute auch keiner, es ist viel zu kalt. Also es hat ungefähr 15 Grad, Sonne kommt raus. Und da ist jetzt noch eine Fähre angekommen. Ne? Man sieht es, die hat jetzt vorne aufgemacht und dann fahren, erst sind die ganzen Autos rausgefahren, jetzt fahren die Busse rein und noch ein paar andere Autos. Ne? Man sieht es hier ganz schön. Habe ich auch noch nie gesehen. Das ist halt auch super spannend für die Kinder. Und zufälligerweise ist unsere Kabine mal wieder auf der richtigen Seite, sodass wir alles schön auch von unserer Kabine beobachten können. Richtig cool. Ja, werden wieder viele sagen, was, ihr seid am Geiranger Fjord und fahrt nicht zur Plattform hoch? Ja, genau das, weil es gibt wahrscheinlich tausende Bilder von oben über den Geiranger Fjord, die viel besser sind als die, die ich da machen würde. Von daher werden wir es wahrscheinlich bei dem Blick ins Hafenbecken belassen. Weil den Geiranger Fjord kennt ja auch fast jeder. Ne, von oben, von dieser Plattform, aber die Kinder haben da keinen Bock hinzufahren. Das ist für die einfach noch zu langweilig. Und da müssen wir uns halt auch immer ein bisschen auf die Kids einstellen, was wir ja auch machen wollen. Die sind übrigens auch mal ein paar Stunden alleine, wenn wir was machen, wie gestern bei den Massagen, dann sind die mal eine Stunde alleine auf der Kabine oder gehen halt in Teens Club. Dann haben wir mal zu Hause angerufen, weil in Geiranger Fjord habe ich gar keine Internetverbindung. Wahrscheinlich denken jetzt die Leute, die mir auf Instagram folgen, dass ich abgesoffen bin, weil heute noch kein einziges Foto kam. Aber es liegt einfach da dran und das steht auch in der Bordzeitung von heute, dass in Geiranger kein Satellitenabdeckung ist und man deshalb damit rechnen muss, dass der TV-Empfang und der WLAN-Empfang nicht bis gar nicht bis eingeschränkt nur funktioniert und bei mir geht halt gar nichts. Aber das werde ich überleben, das ist überhaupt kein Problem. Macht ja auch nichts, mal einen Tag offline zu sein. Kann man sich mal auf die wichtigen Dinge konzentrieren, wie diese wundervolle Natur. Wenn wir dann aussteigen, mache ich noch ein paar Fotos vom Schiff, weil das habe ich ja von außen noch gar nicht fotografiert dieses Mal. Wir waren ja auch nur in Bergen gestern draußen. Ja, morgen steht dann Flam auf dem Programm. Da gibt es ja die tolle Flambahn. Allerdings dauert da auch wieder die Fahrt 2 Stunden. Da müssen wir überlegen, was wir machen. Aber das entscheiden wir meistens kurzfristig. Und ja, die Magnifica fasst ja ungefähr, ich glaube, 2000 Passagiere, 1000 Mann Besatzung. Und wir haben ja eine befreundete Familie hier auf dem Schiff. Aber wir haben uns noch nicht gefunden. Also es ist tatsächlich so, die haben halt 3 Mädchen und da ein bisschen mehr Schwierigkeiten irgendwie. Wir haben uns versucht zu verabreden, aber es hat jedes Mal leider gar nicht geklappt. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn das Internet wieder funktioniert, kann ich sie über WhatsApp anschreiben. Wir haben uns im Theater verpasst, wir haben uns beim Frühstück schon mehrmals verpasst. Also da kann man mal sehen, wie riesig eigentlich so ein Schiff ist, wenn man sich trotz Verabredung nicht trifft. Wir sind oft rumgelaufen im Sahara beim Frühstück und mehrmals und haben am Pool geguckt und ja, aber die haben noch ein kleines Mäuschen dabei mit 3 Jahren, deswegen denke ich mal, ist das bei denen nicht ganz so einfach. Die können auch nur ganz spontan irgendwas unternehmen, also planen ist da nicht. Jetzt fahren hier welche rein wieder und ich hoffe, wir können uns noch treffen irgendwann. Wir haben ja noch 3 Tage Zeit und 12 Uhr circa, 14.06. Wir sind ausgecheckt. Und endlich sehe ich das Schiff mal in voller Größe, liegend im Geiranger Fjord oder auch Geiranger Fjord. Sonne ist jetzt leider ein bisschen weg, aber ist nicht so schlimm. Ist trotzdem wunderschön hier. Ja, und die Plattform haben sie irgendwie hier rangebaut, auf jeden Fall. Schaut schon cool aus, ne? Wo ist mein Schatzi? Der läuft schon da vorne. Kinder wollten nicht mit, also müssen sie auf dem Boot bleiben. Da haben wir ein bisschen Ruhe. Ich wäre jetzt fast eingeschlafen nach dem zweiten Frühstück.
Mal gucken, was hier so geht. Ja, aber viel ist hier, glaube ich, gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo diese Plattform ist, von der die immer alle sprechen. Aber das gibt heute sowieso keine schönen Fotos, weil die Sonne nicht da ist. Dann sieht das alles ein bisschen farblos aus, ohne Sonne, Wonne. Hier kann man Elektroautos ausleihen am Gay Ranger Fjord. Mal gucken, was die kosten. Herr Ralf will wissen, was die kosten. Willst du mal fragen? Da liegt sie im Hafen. Jetzt hat er mich einen Berg hochgescheucht. Ein Geiranger Fjord. Also, jetzt ist leider bedeckt. Kann ich auch nichts mehr machen. Da unten ist Campingplatz. Und wir sind nochmal ausgestiegen. Da liegt sie drinne, die Magnifica. Schön, ne? Das Bötsche. Unten der Hafen. Ein paar Leute laufen rauf hier die Straße. Kann man ganz bequem ein bisschen laufen. Kann man wahrscheinlich noch ein Stück weiter hoch, aber ich mag jetzt nicht. Ich bin müde irgendwie heute. Keine Ahnung. Hier fließt ein Gebirgsbach runter. Direkt rein in den Fjord. Ganz schön. Sieht gut aus. Tolles Bild trotzdem von hier schon, ne? Sieht klasse aus. Schneebedeckte Berge und unten das hübsche Wasser. Erlichtes Boot. Der Bus. Du hast mir nicht dieses Boot an. Du fasst nicht dieses Boot an. Schön, echt. Fahren laufend Busse hoch und runter, also kann man wahrscheinlich auch nehmen, aber wollten wir jetzt nicht. Busse und oder Autos. Ja. Auto dabei, Feld aufgestellt, Baum. Baum, fertig. Kann man schön zelten da unten. Nee, und schön. Schön die Pinguine. Genau. Hast du mal ein Foto von dem Camper gemacht? Bratwurst und sogar geschmorten Glattei. Das muss ich euch noch zeigen. Da. So, es ist mittlerweile der 14. ungefähr 14.30 Uhr und ich habe jetzt Hunger bekommen. Mein Mann schläft, die Kinder sind irgendwo auf dem Schiff unterwegs. Weiß nicht genau wo. Und ich habe jetzt mal was zum Essen geholt. Da gibt es verschiedene Ecken. Also es gibt die Ethnic Corner, es gibt die Bakery, Carving Food, es gibt Vegetable Food. Und ich habe heute wieder mal, das kann man eigentlich immer essen, Nudeln mit Tomatensauce und da ist sogar ein bisschen Aubergine mit drin. Und dann eben der Haifisch. Wollte ich einfach mal ausprobieren. Dann werde ich in irgendeine Bar gehen, noch einen Kaffee trinken. Und wir liegen immer noch im Geiranger Fjord. Wir werden dann gegen 17.30 Uhr, müssen alle an Bord sein, wir werden dann ablegen. Aber ich habe jetzt Hunger bekommen, weil ich hatte ja um 11 mein zweites Frühstück. Und jetzt einfach nochmal, jetzt füllt sich das auch langsam wieder, weil die kommen alle jetzt wieder rein ins Schiff und dann wird es hier gleich wieder voll werden. Es gibt dann noch Daily Specials. Die Suppenecke gibt es, also ist auch wirklich heute wieder ganz, ganz leckeres Essen. Kann man echt nicht meckern. So, wenn ich alleine esse, ist mir meistens ein bisschen langweilig. Und dann schaue ich ins Programm, was geboten ist. Und ich werde gleich mal mit den Kindern da reingehen. Und, oder da rein. Einmal in der Topazio-Bar, einmal in der Tier 32 Disco. Und so geht das den ganzen Abend. Also ich kann mir da wirklich fast jede Stunde raussuchen, was Sache ist. Und hier seht ihr auch die verschiedenen Bars, die Öffnungszeiten, auf welchem Deck die sind. Und da hat man wirklich eine riesengroße Auswahl. Heute ist im Theater übrigens Romeo und Julieta. Da freue ich mich schon drauf und ich gehe immer 21 Uhr, weil das einfach nach dem Abendessen ist das prima.
So, Nachmittag um 3 in der Tiger Bar. Ist nicht viel los. Die Jungs bestellen Cappuccino. Ja, ansonsten ist noch gar nicht viel los. Ganz anders als abends. Da habe ich ja letztens auch mal reingefilmt. Da ist hier, da steppt hier der Bär, wirklich. Da könnt ihr mitmachen, geht los. Wir sind jetzt in der Tiger Bar. Aber jetzt eine Vorstellung sein. Da Minus dran. Was ist denn los, Großer? Hä? Schön langsam. Müsst ihr euch anschauen. Es ist eine saugroße Menschenmenge. Hat sich da unten angesammelt. Ja, weil die alle wieder aufs Boot wollen jetzt. Ja, das waren diese Ganztags. 16:30 müssen alle an Bord sein und jetzt ist es 16:20 und jetzt kommen die Busse erst alle an. Muss man den Steg nach hinten schaut sehen. Euch das mal an. Und dann werden die Busse ausgeladen. Und da schaut euch mal, wie viele das sind noch. Und die müssen alle erst eingecheckt werden. Und schaut, und die Schlange ist schon noch bis da. Wir sollten schnell zum Essen, weil die gehen jetzt alle essen. Immer noch Guy Ranger Fjord. Und jetzt sehen wir endlich mal, wie die Gangway oder die Seawalk wieder eingefahren wird. Wie eine Schere klappt das Ding zusammen und auseinander. Da hinten ist ein Gelenk und ich konnte mir das nicht vorstellen, wie das geht. Das wird jetzt einfach wieder rangefahren an den Hafen. Und wenn ein großer Bus anlegt, dann fahren die das einfach wieder aus. Das klappt sich jetzt einfach zusammen wie eine Schere. Voll cool. Das ist ja heiß. Das ist ja echt cool. Ich hoffe, man kann das jetzt erkennen. Das fährt sich dann da ran. Das ist ja cool, habe ich noch nie gesehen. Damit können sie sich die Tenderboote sparen. Fahren wir schon? Nee, ne? Nee, wir fahren noch nicht, wir liegen noch vor Anker. So wird das zusammengefahren dann. Die fahren, deswegen habe ich den Eindruck, ich fahre. Geiranger Fjord, schön war's. Tamino hat vorhin beim, wie hieß das Spiel, Schienenspiel, genau hieß das, hat er ein T-Shirt gewonnen, ein MSC-T-Shirt gewonnen, ganz cool. So, jetzt wird es da eingeklappt wieder, wie eine Schere. Das ist ja echt cool. Klappt sich jetzt komplett an den Hafen wieder ran anscheinend. Gucken sie alle zu jetzt hier im Restaurant. Ich habe zufällig einen Fensterplatz. Schauen sie alle zu. Nochmal ganz nah die sieben Schwestern im Geiranger Fjord. Und wir verlassen dieses Tal. Da ist auch ein schöner Wasserfall da hinten, der sieht wunderschön aus. Hey, jetzt gehen sie alle rein, weil es regnet. Es kann ja jeder. Ich bleib draußen. Geht so unten alle rein, schau mal. Dabei sieht das jetzt erst alles richtig schön aus, wenn die Sonne ein bisschen durchkommt durch die Wolken. Ich kann gar nicht genug kriegen. Jetzt kommt die Sonne stellenweise raus und das sieht so schön aus, wenn die auf so ein paar Fleckchen Gras trifft, wie da hinten. Ja,
und die spielen ungefähr seit einer Stunde Musik auf dem Schiff. Das ist total toll, passt richtig gut zur Landschaft und ist einfach Gänsehaut-Feeling pur. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist richtig klasse. Beeindruckend. Wasserfall. Schluchten. Kommen überall an der Seite Wasserfälle runter, von ganz oben, wo noch Schnee drauf liegt. Kinder? Weiß ich nicht. Habe ich Kinder? Ich glaube, die sind irgendwo in der Teens-Disco unterwegs. Also das Wetter gibt hier echt alles her. Sonne, Regen, Wolken. Das wird meine Schlüsselquinz. Immer noch der 14. und wir haben jetzt richtig schönes Wetter bekommen. Da wollte ich noch mal ganz kurz auf die schöne Landschaft halten. Es ist jetzt ungefähr 18:30, nee 19:30 und wir gehen jetzt Abendessen und danach wie jeden Abend ins Theater. Atemberaubend schön. Hm? Was für Weißes? Das ist da unten, wo die ganze Zeit Leben. Na, das ist aufgewirbeltes Wasser. Hm. Ich bin im Boot ohne Besitzer. Nee, da sind schon welche drauf. Keine Sorge. Da muss ich mal weiter. Schönes Wetter jetzt. Ist ja toll. So schön war es heute früh nicht. Tamino, was guckst denn du? Heute Abend essen wir wieder im Quattro Venti. Was wollt ihr trinken? Ich nehme Orangensaft. Orange Juice. 7-Up. 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 Orange Juice. Orange Juice. Oh, Islam. Like a Fanta. Yeah, no, orange juice. Orange juice. Orange juice. Orange juice. 7-Up. 7-Up and I would like to have a sparkling water. Es ist wieder 7:45 und es ist fast nichts los. Wir haben sofort einen Tisch bekommen. Ganz klasse. Im November haben wir hier nie einen Tisch bekommen. Und jetzt haben wir gestern schon einen Tisch bekommen und heute auch einen Tisch bekommen. Heute sind übrigens mediterrane Nächte. Ach so, Italiener essen später. Beim letzten Mal war es gerammelt voll und laut wie Sau. Und heute ist total entspannt, leer, leise. Richtig mega. Du kannst es auch brechen, Timmy. Du sollst es nicht mit dem Messer. Du hast doch extra hier ein Brotmesser. Timmy, brich's ab. Brechen, ja, Timmy. Durch. Und dann nimmst du nur die Spitze, nimmst ein bisschen Butter, tust du mal drauf und dann Butter mal runter. Ich hab keine Butter. Stimmt. Alle. Da ist kein Butter. Brechen, genau, das reicht. Nee, da ist kein Butter in die Schälchen. Öl? Öl ist auch nicht drin. Guten Morgen. Heute ist der 15.06. und es ist 21:30. Wir waren gestern in der Disco bis 12:30 auf Deck D32 auf dem 14. Deck. Und die Kinder schlafen noch. Ich glaube, mein Mann ist schon frühstücken gegangen und der Steward wollte gerade die Kabine aufräumen. Den habe ich gerade wieder rausgeschmissen. Und da sind wir schon in Flammen, aber wir haben bis heute Abend auf 7.